Und das ist genau das. Wir haben heute den letzten Teil von der Serie Offenbarung von Jesus. Wir sind im allerletzten Kapitel vom Buch von der Offenbarung. Und wer sich mag erinnern, das letzte Mal alles neu, die neue Stadt Jerusalem, wo kommt und Himmel und Erde sich verbindet. Und am Anfang vom Kapitel 22, das letzte Kapitel, wo wir sind, ist noch so die Beschreibung, wie die Stadt, wo der Thron von Gott in dieser Stadt ist. Also der Thron aus dem Alten Testament ist im Tempel eigentlich im Allerheiligsten, bei der Bundeslade, heisst es der Thron von Gott. Das ist eigentlich so wie der Deckel, wo die beiden Engel drauf sind. Das ist der Thron von Gott. So, der Thron von Gott, könnte man auch von der Symbolik verstehen, ist im Tempel im Allerheiligsten. Und jetzt da ist eigentlich das Haus von Gott, der Tempel, die ganze Stadt. Es ist wie alles offen und wir sind alle miteinander, dürfen in dieser Stadt nicht einmal nur ein Haus, sondern in der Stadt sein, wo mitten drin der Thron von Gott ist. Und von dem Thron aus fließt der Lebensstrom. Im Hesekiel wird auch das von dem Prophet Hesekiel wird das beschrieben, wie vom Thron der Strom vom Leben ausfließt. Und da in der Offenbarung wieder, wo der Johannes das beschreibt, wo vom Thron der Strom vom Leben ausfließt und es steht, es stehen Bäume auf beiden Seiten, Lebensbäume, und die Bäume, die haben 12-mal im Jahr Frucht. Du kannst permanent ernten und essen, es hat immer, und die Blätter dienen zur Heilung der Nationen. Und eine andere Beschreibung noch, in dieser Stadt braucht es kein Licht oder es braucht keine Lampen mehr, weil Gott selber, er ist Licht, das ist alles hell, wo er ist. Und es erinnert doch auch an die Aussage von Jesus im Neuen Testament, wo er eigentlich schon die Gemeinde mit dem Bild beschreibt, oder das Volk von Gott beschreibt damit wie eine Stadt auf dem Berg, wo man sieht, wo dort ist das Licht, dort kann ich hin, dort kann ich heimgehen. Und wenn man so die Offenbarung so durchliest und den ganzen Beschreib vom Hin und Her, wenn man das Bild nimmt, man ist auf einer Wanderung und sieht in der Ferne schon auf dem Berg oben, sieht man das Berghaus oder die Bergstation, von der Bahn, je nachdem, oder wenn man eine SAC-Hütte geht, ich kenne das noch vom Wandern als Familie, und du läufst und du siehst eigentlich schon das Haus oder die Stadt auf dem Berg. Und das ist das Ziel. Und das können wir schon, wenn du das schon nur siehst, dann nachher, irgendwo gibt das nochmal die Energie und den Schub. Und dann, hey, und dann, wenn man dort ist, dort kann man anhocken, ausruhen, dann kann man trinken, verpflegen, sich erfrischen. Da gibt es Stärke. Und von allen Strapazen oder von allem, wo man durchgegangen ist, kann man einfach mal so durchschnaufen und man ist da. Und so das Bild, auch da am Ende der Offenbarung, mutet das so ganz ähnlich an. Die Stadt kommt, seht ihr sie, der Wohnort, dort, wo wir sein dürfen, dort, wo Gott selber ist auf dem Thron und das Leben, der Lebensstrom fließt von ihm. Und dann Vers 6 und 7, wird beschrieben im 22. Kapitel. Der Engel sagt zu mir, alles, was dir mitteilt worden ist, ist wahr und zuverlässig. Also jetzt rückblickend über die ganze Offenbarung, was geschrieben ist, was Johannes beschrieben hat. All das ist wahr und zuverlässig. Der Herr selber, der Gott, von dem Geist durch die Propheten schon immer er geredet hat, hat mich, sein Engel, geschickt, um seinen Dienern zu zeigen, was soll kommen, was kommen muss und schon bald wird geschehen. Und dann denkt daran, das ist in Anführungszeichen geschrieben, also das ist gerade die Aussage von Jesus selber. Denkt daran, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, wer sich nach dem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. So, die Aussage von Jesus, hey, ich komme bald. Und wenn man bis am Ende vom Kapitel liest, wir sehen es, wir schneiden es dann noch kurz an, dreimal sagt Jesus innerhalb von 15 Versen, ich komme bald, ich komme bald, ich komme. Der Engel, der sagt ab Vers 10 Johannes, du das Buch nicht versiegeln,
und du die prophetische Botschaft nicht geheim behalten oder bedeckt behalten, sondern dass das, was da angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Und das heisst, wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun. Wer an Unreinheit gefallen hat, kann sich weiter verunreinigen. Wer aber handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun. Und wer ein heiliges Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Ja, ich komme bald, sagt Jesus. Ich bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bin das A und das O. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Ursprung und das Ziel. Oder ich bin der Anfang, der Ursprung und das Ende. Oder die Vollendung von allen Dingen. So, wie wir verstehen aus der Offenbarung, der beschreibt wie das Wimmelbild, das ich auch schon gezeigt habe, wo du an verschiedenen Orten schaust, oh, da ist etwas am Gehen, da ist Stress, da ist Not, wow, da läuft grossartig, Jesus bringt Ernte, wow, da hält es es fast nicht mehr aus, der Find droht, alles kaputt zu machen. Und parallel dazu wieder Jesus, der den Sieg mehr und mehr vorwärts bringt. Und da drin sagt Jesus, laufet. Ja, es ist so, wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun. Beides ist irgendwo nebeneinander. Es erinnert an das Gleichnis, wo Jesus bracht, wie das Himmelreich ist. Der Saat und dann in der Nacht sagt der Find auch noch Unkraut rein und dann wächst eigentlich beides miteinander. Wir fokussieren auf das, wer so handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun und wer geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. So die Ermutigung und Aufruf, bleib dran in dem Leben, das du erkannt hast. Jesus, den du kennengelernt hast, dein neues Leben, wo du den Lebensstrom, der vom Thron fließt, für dein Leben empfangen hast, wo du immer wieder neues Leben von Jesus, Erfrischung, geschenkt bekommen darfst. Und du sagst Jesus immer wieder, ich komme bald, ich komme bald. Und das Wort bald, das wir im Deutschen übersetzt haben, das bedeutet vom Griechischen her, kann man sagen, ich komme bald oder ich komme schnell. Oder ich komme ohne Verspätung, also nicht zu spät. Das sind eigentlich so die drei Aussagen, die in diesem Wort drin sind. Und ich meinte, man versteht da drin wie eigentlich so zwei Dimensionen. Zum einen, ganz klar, wir warten darauf, dass Jesus, unser König, in seiner ganze Herrlichkeit und in seiner Vollkommenheit kommt. Das steht vor uns. Er wird kommen, bald kommen. Und das Zweite ist aber, dass Jesus ja schon gekommen ist. Also die grosse Erwartung, dass Jesus kommt, das ist durch das Alte Testament von den Juden, von den Israeliten, die grosse Erwartung war auf den Messias. Und der Messias ist gekommen. An Weihnachten, wo jetzt dann gleich kommt, feiern wir das, erinnern wir euch. Der Messias ist gekommen. Gott ist gekommen. Und ja, es gibt das zweite Kommen, wo er wiederkommt. Und der Paulus beschreibt das in unterschiedlichen Briefen. Und wir nehmen einfach nur einen Vers aus, Philipper 3, 20 bis 21. Wir dagegen sind Bürger vom Himmel und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, der Herr. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird in seinem eigenen Körper gleich machen, wo Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. So, der Paulus setzt da eigentlich den Philipper, wo er schreibt, das Bild, sie haben in dem römischen Reich gelebt und in den Versen vorher beschreibt er so, wir sind in dem römischen Reich und hey Leute, das sind Leute in der Gemeinde gewesen, ganz viele, die nicht Juden gewesen sind, wo zum Beispiel auch römische Bürger gewesen sind und als römische Bürger auch von diesen Privilegien gelebt haben. Und der Beschreib von Paulus ist, hey, aber Leute, so wie wir in unserem römischen Reich Bürger von Rom können sein und da drin ganz viele Privilegien und Bürger von dem mächtigen römischen Weltreich sind, nimmt er das gleiche Bild und sagt, wir aber, Freunde, Gläubige, wir sind Bürger vom Himmel, vom Himmelreich. Also analog zu dem römischen Reich. Und im römischen Reich ist
eigentlich vom Volk, auch von den Bürgern, ist die Erwartung gewesen, wenn der Kaiser, damals zum Beispiel auch der Cäsar, wenn er unterwegs war und weitere Länder eingenommen hat, dann ist die Erwartung gewesen, wann kommt der Kaiser wieder zurück. Und das ist ein römischer, technischer Begriff. Das griechische Wort heisst Parousie. Haben vielleicht einige auch schon gehört. Das ist eigentlich kein alttestamentlich-biblisches Wort, Parousie. Also eigentlich erscheinen oder ankommen oder Wiederkunft, wo damit übersetzt wird. Sondern das kommt, das ist ein römischer Kaisertitel, Parousie. Wenn der Kaiser wieder kommt, zurückkommt von der Schlacht und dann bringt er Geschenke mit und Gefangene, wo der Paulus auch beschreibt. Und so hat der Paulus das im Bild. Ja, Jesus kommt, unser König, unser Herr. Sagt, wir sind Bürger vom Himmel, also nicht römische Bürger, sondern wir sind Bürger vom Himmelreich. Und darum erwartet auch wir, ganz gleich wie die Römer, man es kennt im Römischen, also wir es kennt dazumal, dass man den Kaiser, den Herrscher, der Imperator erwartet hat, dass er kommt, oder wenn man außerhalb von Rom gewohnt hat und er mal auf Besuch gekommen ist. Wir erwarten nicht von Rom her, den irdischen Herrscher, sondern wir erwarten vom Himmel her, jetzt spannend, unser Retter, Jesus Christus, der Herr. Das sind wieder drei Titel, die der römische Kaiser für sich hatte. Er hat den Titel Retter getragen, er hat den Titel König getragen, also Christus heisst gesalbter König. Und er hat den Titel Herr getragen. Die drei Titel haben der römische Kaiser ausgemacht. Und so der Paulus nimmt das irdische Bild und sagt, wir erwarten genau so, Jesus kommt, unser Retter, unser König, unser Herr. Also auch ein Stück weit eine komplette Kampfansage von Paulus eigentlich da gegen die römische Herrschaft. Und zeigt auf, das Reich vom Himmel, das Reich Gottes hat einen König und Jesus ist der und er kommt, er wird wiederkommen. Er ist in dem Bild von der Offenbarung, er ist unterwegs, um alles Böse und alles, was sich noch gegen die Herrschaft von Gott aufrichtet, das in Ordnung zu bringen, Frieden zu bringen. Und er kommt und wir dürfen erwarten, dass er kommt und wir ihn sehen. Und da wird auch beschrieben in der Offenbarung, jede Träne gibt es nicht mehr. Keine Schmerzen mehr werden sein. Und dann wird eine Zeit anbrechen, wo der Kampf gegen die Sünde und gegen den Feind nicht mehr gibt und nicht mehr braucht. So ist jeder eingeladen, das heisst, glücklich sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben am Baum vom Leben und durch Tor in die Stadt dürfen hineinkommen. Und ich überhüpfe jetzt Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das gehört, der soll sagen, komm. Und wer Durst hat, der soll kommen und wer möchte, wer will, der soll nehmen von dem Wasser vom Leben. Es ist ein Geschenk. Es ist umsonst. Also nicht vergeben, sondern es ist ein Geschenk. Es ist gratis. Es ist für jeden erhältlich. Und dann ganz am Schluss, der sich für die Wahrheit von all diesen Dingen verbürgt, sagt, ja, ich komme bald, da redet Jesus. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und Gnade vom Herr Jesus ist mit allen. Das ist der Abschluss dann aus der Offenbarung. Und so, in dem, dass Jesus da sagt, Leute, ich komme bald, möchte ich wie auch noch eine zweite Ebene in dem, wo wir drin stehen. Jesus da drin in seiner Verheißung sagt, ich komme bald, da ist nicht nur die Aussage, dann, wenn er kommt und Vollendung, das, was vor euch steht, Vollendung wird sichtbar, die Herrlichkeit, sondern so wie du Jesus kennengelernt hast,
wo du ihn in dein Leben aufgenommen hast oder dein Leben ihm anvertraut hast. So wie du Jesus erlebt hast, wo er in deinem Leben eingegriffen hat und du hast Heilung erlebt. Du hast eine Erkenntnis bekommen. Da drinnen sagt Jesus, ich komme, jetzt sage ich mal, statt bald, ich komme schnell. In deine jetzige Situation. Jesus ist der, der permanent in dein und in mein Leben am Kommen ist. Ja? Also wie die zwei Dimensionen, die wir da drinnen haben. Yes, die grosse Wiederkunft oder das grosse Kommen von unserem König her, wo wir ein Ende von dem Zeitalter, wo wir drin sind, beschließt, uns ein nächstes Zeitalter gibt von der Ewigkeit, wo wir kommen. So ist in dem jetzt, wo wir drinstehen, sagt Jesus, Leute, lauft, wenn ihr wisst, was gut ist, tun das Gute, bleibt dran. Ja, und andere machen Unrecht und so weiter. Und ich komme schnell, dort, wo du Hilfe brauchst. Ich bin dein König, ich bin dein Herr, ich bin der Arzt, ich bin der Versorger, ich bin der Geist von der Offenbarung. Und der Heilige Geist kommt auch weiterhin auch noch ins Spiel, sagt, und der Geist, zusammen mit der Braut, zusammen mit der Gemeinde, spricht das aus, ja, komm Jesus. Und können wir uns auch heute Morgen und immer wieder als Gemeinde da drin eins machen mit dem Heiligen Geist, in dem Ruf, komm, Herr Jesus. Und zwar nicht einfach nur mit dem Blick darauf, dann in der Vollendung, sondern jetzt, für heute, für das, was ich jetzt brauche, für die Situation, wo ich jetzt drin stehe, für das, was nächste Woche ansteht. Jesus, du bist der König und du bist der Herr. Du sollst regieren. Und nicht die Sorgen und Befürchtungen, die von der Welt an mein Leben herandrücken. Sondern komm, Herr Jesus. Und ich finde es, in der deutschen Sprache ist das ein bisschen schwierig, oder? Weil wir haben da so eine Anrede, oder? Herr Trutmann, Herr Wotli, Frau Hugentobler. Aber sagen wir mit Herr Jesus. Das Wort Herr, das bezeichnet, das ist ein höchster Herrschaftstitel. So wie wir es aus dem Englischen kennen, oder? Lord. Lord, was nennen wir? Lord Winston, oder? Im Englischen sagt man Mr. Winston und er ist aber Lord Winston zum Beispiel. Und so ist eigentlich da die Aussage, komm Jesus, du bist Herr von meinem Leben. Und der Herr ist der Besitzer, ist der, der die Autorität hat, ist der, der sie in der Hand hat. Und weil wir wissen, dass Jesus unser guter König ist, der gute Vater, er ist so ein guter Herr, er macht es gut. Und da drin wir mit dem Heiligen Geist zusammenrufen, komm, Herr Jesus, komm du jetzt, bist du Herr in dieser Situation. Herr Jesus, komm du in mein Denken. Ich brauche deine Weisheit. Komm du in mein Unvermögen. Komm du in die Situation, wo ich nicht ein- und ausweise. Komm du dort, wo ich mich müde und schwach fühle. Und da sagt Jesus, hey Freunde, ich komme schnell. Wenn du willst, ich komme. Oder ich komme bald. So, Jesus kommt. Wer seinen Namen anruft, der wird nicht auf die Wartebank geschoben. Und dann ist die Aussage, und wer es hört, der soll auch sagen, yes, komm, komm. Also jeder Mensch, der Jesus auch nicht kennt, aber das gehört und sagt, yes, ich brauche ein neues Leben. Komm, Jesus, bist du mein Herr, bist du mein König. Danke so vielmal, dass ich frei sein von meiner Schuld und meiner Sünde. Das ist in dem Komm. Und wer es gehört, der sagt Komm. Oder anders gesagt, der gibt sein Leben Jesus. Und dann, wer Durst hat, der soll kommen, der darf kommen. Und wer will, der nehme von dem Wasser vom Leben umsonst. Der Strom vom Leben fließt. Nehmen wir das wie bildlich, der Strom vom Leben fließt.
da, in den Gängen. Und ich lade uns ein, wenn du magst und sagst, ich brauche neu und mehr von dem Lebenswasser. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Und die Einladung ist da. Komm und nimm, wer will, nimm von dem Wasserleben, wo vom Thron fließt. Es ist für jeden da. Du bist eingeladen. Könnt ihr aus den Gängen raus, wenn du das willst, wenn du Hunger und Durst hast. Ich will da vorne abknütteln. Ich brauche sein Wasser, Leute. Und wisst ihr, was krass ist? Die Lebensbäume, die an dem Strom stehen, im Psalm 1 heisst, der, der im Rat vom Vater ist und nicht von der Gottlosen, der ist wie ein Baum gepflanzt an dem Lebensstrom. Also, was passiert in dem Innen? Wir sind an dem Lebensstrom und du darfst trinken davon. Und gleichzeitig wie das Bild, die Bäume, wo Lebensbäume dürfen sein. 12-mal im Jahr Frucht. 12-mal im Jahr hast du Frucht. Du hast permanent Frucht. Und die Blätter, die Bäume haben, dienen zu der Heilung der Nationen. Und Heilung darf fliessen. So, das Leben fließt zu mir, dass ich Veränderung und Erneuerung und ich darf umgewandelt sein in das Design, das Bild als Sohn und Tochter von Gott. Und dann in dem Bild von meinem Lebensbaum gibt es Frucht. Und gibt es mit der Blätterheilung der Nationen. So, ich sage nicht mehr. Der Geist und die Braut sagen, komm. Komm, Herr Jesus. Und wer es gehört, der soll sagen, komm. Und wer Durst hat, der soll kommen. Und wer will, nimm von dem Wasser, vom Leben umsonst. Es ist Zeit zum Nähen von dem Wasser. Zeit, um in den Strom neu hineintauchen, der vom Thron fließt. Und wir uns auch bewusst sind aus dem Bild, wir sind das Haus, wir dürfen ja miteinander das Haus sein von Gott. Und aus der Offenbarung sogar verstehen, eine Stadt, wo er drin wohnt. Und mitten in dieser Stadt ist er und da fließt der Strom. Und ich kann von dem frischen Wasser nehmen. Lass uns einfach den Moment nehmen, von dem Lebensstrom nehmen. Erfrischung. Erneuerung. Stärkung. Neue Ruhe, Frieden. Klärung. Dort, wo Fragen sind. Und gleichzeitig ist das die grösste evangelistische Einladung an jeden Mensch. Komm, komm. Komm und nimm von dem Wasser. Komm und lass dein Leben komplett transformieren. Und wenn du da bist heute Morgen und am Livestream bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, er lässt dich jetzt in dem Moment ein. Er sagt, komm, komm und nimm von mir. Komm, ich möchte dein Leben neu machen, dir ein neues Leben schenken. Ich möchte dich heil machen. Jesus hat zahlt für jede Schuld und wischt all unsere Sünden weg, macht uns neu. Lass dich ein. Gib dein Leben Jesus. Du darfst gerne da einfach irgendwo in der Reihe raus sein, auf die Knie gehen. Der Strom fließt. Neues Leben.